wachsen wir doch heute mit der Übertragung in den Schlussgang. Tauchen wir ein in den Schlussgang vom mittelländischen Schwingfest. Das ist momentan schon vom Speaker ein paar Mal betont worden. Sehr friedlich zu und her gegangen und auch ohne gravierende Verletzungen. Eine, die jetzt gegeben. Ja, den wir gesehen haben, der Martin Stefan, sei aber auch nicht so schlimm, wie man gemeint hat. Er wird sich vielleicht irgendwie die Bänge zerrt oder so. Hoffen wir, es sei nicht schlimmer, dass er möglichst rasch wieder zurück auf den Schwingplatz kommen. Darf man nicht sicher sein, wenn eine Minute geboten wird, noch, wenn man dann ein bisschen geschwungen hat. Also, man kann bis in die letzten Sekunden, ich kann man immer noch verlieren, es geht blitzschnell. Ich versuche es so wieder, Kreuzgriff. Der Glarner, einer von den wenigen Schwinger, wenn nicht der einzige, ja der einzige mit 14 am heutigen Tag. Ja, aber gegen Siegenthaler. Nur ein 8-7-5er. Jetzt wird der Knecht auch wieder im Kreuz kurz versucht. Ja, sehr heisse Situation. Der Glarner hat auch einen Moment lang das Gefühl gehabt, jetzt geht der Knecht. Lässt sich auch ein bisschen weit blockieren, tut aber im letzten Moment eben den sogenannten Zwick machen und probiert den Glarner noch drunter zu reissen. Also sie hat dort Schwein gehabt, weil der Glarner dann im zweiten Teil, dass es gerade im Platzrand passiert ist. Jetzt gut gesehen, vorhin der Knecht Maschine war ein bisschen besser forciert. Mit dem Glarner das Zeichen geben, dass er selber schwingen soll. Und hier haben wir es! Hier haben wir es! Sieger vom Mittelländischen heisst Knecht Florian! Also, wir haben so wirklich förmlich gespürt, der Knecht, der hat den Sieg wollen, bis in die letzten Sekunden. Und so kann man natürlich den Gegner auch zermürgen. Wenn man noch sagt, nach 10 Minuten, 11 Minuten, so komme ich nicht schwingen. Und wahrscheinlich wäre es wirklich nicht mehr so lang gegangen, wäre der Gang fertig gewesen. Da haben wir noch so im Bild! Aber absolut hochverdienter Sieg vom Knecht Flöri. Geschultert auch vom Stucki Christian, der dann also doch nicht gewinnt. Dem Adrian Käser, der uns erhalten ist geblieben, Schwingerkönig vom 1989, hier beim Livestream für die Berner Zeitung und für den Bund. Siegerehrung. Wie war das selber gewesen, zu deiner Zeit? Ist das schon so, dann so abgelaufen? Ja, das war ähnlich. Das ist natürlich sehr schön. Zuerst muss man sein Teil leisten. Und dann am Schluss kann man es auch geniessen. Das hat ihre Siegerehrung, der ganze Druck und alles ist weg. Und man kann wirklich Freude haben, dem, was man geleistet hat. Also. Gratulation entgegen. Abgeknäulert, der Knecht Florian. Der Sieger vom Mittelländischen. Wo da, jetzt tun ich auch schnell rechnen. 21 Küsschen entgegen. Ja, das ist so ein Privileg vom Sieger, der geht nachher oder bekommt Gratulationen von allen Ehrendamen. Ähnlich ist es auch bei denen, die den Kranz machen. Ich nehme jetzt mal wahr, das wird wahrscheinlich heute nicht anders sein. Dass sie sich das rausnehmen, dass sie dort schnell allen Orten durchgehen. Käser-Remo, der jetzt auch noch seinen wohlverdienten Kranz darf abholen. Also wir haben vorhin noch gesehen, haben Graber Willi jetzt noch gelenkt. Er ist auch im letzten Kranzrang drin. Genau die zwei, drei Plätze, die uns eben gefällt haben, jetzt, die nicht mehr drauf mögen haben auf die Seite. Aber auch er, scheinbar eben als Eidgenosse, hat es tatsächlich noch schwenken, weil er auf die Punktzahl hoch ist und den Kranz können gewinnen. Was ich als nicht anders erwartet. Ich meine schon noch, wenn man nachher der Letzte ist, der vor allen Ehrendamen hat, dass man eben den gleich auch nicht durchgeht. Schon ein rechtes Pen. Sieger Erik, der Längtag, neigt sich nicht nur am Ende entgegen. Wir sind am Schluss angekommen. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, für dir, Adrian, ganz, ganz herzlich merci zu sagen. Merci vielmals für dein Expertenwissen und für die sehr angenehme Zusammenarbeit. Wie gesagt, du musst unbedingt Neuankömmling im Schwingsport über die Faszination einführen und Auskunft geben. Oh, besten Dank auch dir, es hat wirklich sehr Spass gemacht. Das ist schön und ja, wir hoffen, das ist nicht das letzte Schwingfest gewesen, das wir hier übertragen dürfen für bernerzeitung.ch. Der Dank
gilt euch daheim, die zugeschaut haben. Wir hoffen, wir haben die Stimmung, die schöne Atmosphäre hier können euch übermitteln, können heim transportieren. Und dann danken wir natürlich auch der ganzen Produktionscrew von Sportweb TV mit dem Produktionsleiter, der voll auf der Beine ist und noch ein Lächeln auf dem Gesicht hat. Patrick Zog, haben wir stark gemacht. Merci Petu, schön, haben wir das dürfen erleben. Euch Abend, euch allen einen ganz schönen Abend. Macht's gut, das war vom Mittelländischen mit dem Festgewinner, mit dem Florian Gnägi. Mittelländisches Swingfest ist durch. Schönen Abend, startet gut in die nächste Woche und geniessen das Schwingjahr.